Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und wir gehen mal hier raus und ihr seht schon, ich habe ein bisschen gearbeitet. Ich habe ein bisschen rumgespielt, habt ihr eben ja auch schon in der kurzen Timelapse gesehen, die ihr wahrscheinlich vor dem Intro gesehen habt. Aber ja, ups, hier liegt noch eine Lichterkette rum. Auf jeden Fall, seht ihr? Wir haben hier unsere Station so ein bisschen rumgespielt mit. Wenn wir mal hier runter gucken, hier ist noch nichts, ja. Also hier ist noch überhaupt nichts, hier oben ist auch noch überhaupt nichts. Alles, was ich gemacht habe, ist basically dieses eine gelbe Haus hier vorne. Kopiert und dann ein bisschen von der Farbe abgeändert. Aber ja, finde ich es gut. Dann haben wir hier ein Restaurant hingebaut. Das war tatsächlich ein Vorschlag von vor einiger Zeit schon. Von, ich glaube, Cow Gaming. Ich glaube, der schreibt so viele Vorschläge, da kann man sich gar nicht mehr merken, wie viele eigentlich. Und was genau. Aber auf jeden Fall, stelle ich gerade fest, hier fehlt unser Mitarbeiter. Oh. Und wir haben den Sonnenbär ein bisschen weiter erforscht. Okay, interessant. Wollte ich zwar gerade gar nicht, ich wollte einen Verkäufer einstellen, damit wir hier zeigen können, was wir hier machen. So, nach einem halben Jahr seht ihr schon, haben wir es jetzt hingekriegt, dass die Leute in unser Restaurant reingehen. Und, ja, Restaurant, eher Biergarten eigentlich, aber ja. Ihr seht schon, wir haben hier jetzt, hier vorne unsere Rezeption sozusagen, oder Rezeption, ja, keine Ahnung, der Verkäufer, der einem das Menü vorgibt und so, und hier anscheinend Tresen, muss er anscheinend so sein. Hier unten unsere beiden unbezahlten Sklaven, die hier hinten Essen machen. Ja, finde ich aber, sieht gut aus, diese Küche, jetzt mal ganz ehrlich, das hat was. Achso, diese Decke ist custom, die ist sonst eine etwas andere. Das wäre sonst, glaube ich, auch so eine, ich weiß es gar nicht. Dann gehen die Gäste hier hinten in diese schwarze Ecke rein, wo es auch tatsächlich nicht weitergeht, und kommen dann hier hinten in unseren Biergarten und essen, ja, alles mögliche, ihr seht schon. Und ich finde, es sieht schon gut aus. Das einzige Problem ist, für alle, die sich jetzt wundern, warum zum Teufel diese weißen Tische und so. Ich meine, ich kann die natürlich nochmal umkolorieren, theoretisch. Aber es bringt halt auch nicht wirklich was, ihr seht es ja. In der Nacht, ihr seht schon, hier haben wir Lichterketten, ist hier auch alles okay. Wir haben hier hinten noch eine kleine Verkaufsbude sozusagen, weil, sagen wir mal so, in dem Biergarten, wo ich war, hatten die mal irgendwelche kleinen Verkaufsbuden hier hinten und so. Aber, ja. Auf jeden Fall, finde ich, funktioniert das hier wunderschön. Ihr seht schon, die Leute stürmen uns hier die Bude. Wir haben 30%, es sieht voll aus, ich müsste mal aufs Klo, ja, okay, danke. Tische sind okay, unsere Preise, ihr seht schon, sind auch am Start. Und wir machen, ui, wir machen ja richtig Kohle damit. Restaurants scheinen wohl wirklich beliebt zu sein in dem Game. Und was ganz wichtig ist, kann ich nur raten, stellt immer einen Geldautomaten dazu, wenn ihr ein Restaurant baut. Ja, auf jeden Fall seht ihr, dann habe ich hier auch nochmal kurz eine kleine Klippe gebaut. Aber, naja, was wir jetzt machen wollen heute, ist ein Steinbockgehege zu bauen. Yo, guckt euch einfach mal die Menschenmengen an, die hier kommen. Wo wollt ihr denn alle hin? Die wollen alle zum Restaurant. Oh Gott, guckt euch das an. Das kann doch kein Mensch. Also ich habe schon ein großes Restaurant hier, aber Gott. Also man kann übrigens auch nur 20 Tische hinzufügen. Ich habe 16. Ja, die von Spiel vorgefertigten haben 3 oder so. Ja, ihr seht ja schon, was hier gerade für eine Menschenmasse kommt. Das können wir mit diesem einen Restaurant nicht handeln. Heißt, wir brauchen im gesamten Park ein paar mehr Restaurants. Machen wir aber nicht heute. Erstmal ist es schön, weil wir dann hier ein paar Leute haben, die hierher kommen. Aber wie gerade eben gesagt, wir wollen uns heute um Steinböcke kümmern. Wir suchen sie nochmal kurz hier raus. Steinböcke. Ich habe die jetzt erforscht. Ja. Ihr seht schon, hier sind sie. Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Slowenien. 2 bis 20, ein Männchen, 19 Weibchen. Das geht auch machbar. Und ihr seht schon, die haben hier ein Ziegenkletterberg als Extrateil. Und ein Vogelscheuchenfutterspender. Das wird interessant. Und ja, der Rest ist eigentlich ziemlich egal, weil die profitieren von niemandem in ihrem Gehege und so weiter und so fort. Und ich hoffe mal, sie können nicht so gut klettern wie die Luchse hier drüben. Den gibt es übrigens immer noch recht gut. Hier, da rennt gerade einer rum. Und ja, wie ihr gesehen habt, sie können hier oben ja auch rumrennen. Habt ihr im Thumbnail vom letzten Video gesehen. Aber ja, auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, baue ich hier vorne erstmal einen Umriss für das Steinbockgehege hin. Es wird natürlich deutlich kliffiger werden, als jetzt hier so schon ist. Weil die brauchen Klippen, finde ich. Also muss einfach sein. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir hier ein bisschen am Gehege rumgespielt haben.
So, ihr seht schon, unsere Steinböcke kommen hier an in Massen. Werden alle von da hinten irgendwo rübergetragen hier. Und ihr seht schon, wir haben erstmal nur ein Gehege gemacht. Ich habe jetzt einfach hier eine gerade Linie vom Eisberggehege weggebaut. Und das ist auch erstmal eine Grenze für unser Europabereich, glaube ich. Weil so viele europäische Tiere haben wir nicht. Und natürlich fängt es an zu schneien. Was soll auch anderes passieren? Also, ja. Ich wollte es euch nur mal zeigen hier. Das sind die Models. Ja. Sehen schön aus. Wir haben ein Jungtier dabei. Wir haben eine Schwangere dabei und so. Weil, wie ihr alle wisst, ich habe ja meinen Farmzoo, in dem ich ein bisschen Geld farme, wenn ich welche brauche. Tatsächlich brauche ich für diesen Zoo momentan den überhaupt nicht. Den habe ich jetzt nur genutzt, um die zu erforschen. Und dementsprechend, ja, habe ich halt hier diese schon vorhandenen Steinböcke. Ja, welche ist denn die über die Dings gewesen? Die Schwangere. Ja? Nee. Wo ist denn unser schwangeres Tier? Komm. Das ist ein Kind, das weiß ich. Das hier vorne ist ein Männchen. Ist die noch gar nicht da? Ach, egal. Dann ist die wohl noch nicht da. Wir können ja mal gucken, können die über die Wege hier vorne rüberklettern? Eigentlich ja, ja. Oder? Die können hier halt überall rauslaufen. Das war logisch. Die können hier rüberklettern. War auch ziemlich logisch. Sie kommen hier hinten raus. Okay, ja gut, da habe ich die Dings nicht gut gezogen. Okay. Aber sie können erstmal nicht klettern. Zumindest nicht in dem Sinne. Was logisch ist, mit Hufen klettert sich schwierig. Also würde ich aber mal sagen, wir können hier vorne diesen Zaun lassen. Was ist meine wichtige Warnung? Ja, es schneit, ich weiß, sorry. Aber egal, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir hier ein bisschen was gebaut haben mit Barrikaden, ein bisschen Landschaftsbau schon betrieben haben und so. Und das Ganze hier nicht mehr weiß ist vor allem. Das ist erstmal so Hauptgrund, der jetzt übersprungen wird. Und ich würde mal sagen, bis gleich. So, ihr seht das Ganze jetzt hier schon vor uns. Wir haben hier ein fast vollständiges, fertiges Gehege, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es mal ein bisschen kürzer gemacht als sonst, weil wir hatten ja vorher schon eine Timelapse und so. Da kann man mal das Bauen in weniger Schritte unterteilen. Und wie ihr schon seht, haben wir jetzt hier Terraforming und Bepflanzung und so zusammen. Und ich muss sagen, ich finde, es sieht genial aus. Da oben habe ich schon die Dings hingepackt. Diesen komischen Futterspender da, der eine Vogelscheuche ist. Und hier ist der Fels zum Klettern Nummer 1. Und hier Fels zum Klettern Nummer 2. Ja, das Gehege ist 100% sicher. Wir können es uns ja nochmal jetzt angucken. Wir haben, wie gesagt, bisher hier diese Terrasse hier, die kleine, wo man drauf gucken kann. Mit diesem sehr lustigen Typen hier. Dann haben wir hier natürlich, wie sie es gehört, unser Häuschen, das noch nicht ganz fertig ist, wohl bemerkt. Dieses Mitarbeiterhäuschen hier, ist für ihm fehlen noch ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten. Aber es ist funktionsfähig. Ihr seht ja schon, hier kann man wieder reingehen. Und dann kommen wir ins Gehege. Hier haben wir unser, ja, Mitarbeiterhäuschen. Problem ist, der Boden klippt ein bisschen durch, kann ich nichts gegen tun. Und ja, von außen, ja, es fehlen ein bisschen Details, aber ich finde, es passt. Das Dach klippt auch ein bisschen durch, aber ansonsten ist alles, glaube ich, soweit okay. Hier eine Absperrung, damit die nicht aufs Dach rumklettern. Wobei man das auch theoretisch als Feature reinhauen könnte, dass sie aufs Dach draufknallen. Wartet mal, das will ich mal gucken. Wenn wir jetzt hier ganz kurz das hier wegmachen, ja, dass die aufs Dach können. Wenn wir jetzt den hier machen, so. Kommt ihr aufs Dach damit? Welches Tier ist denn kommen? Ist das wieder... Ja, okay, du glitscht sowieso nur durch die Barrikade durch. Bei dem muss man sich keine Sorgen machen. Oh, sie kommen rauf aufs Dach. Also, ich hätte schon tatsächlich... Doch, komm, wir bauen kurz das Gehege um. Das machen wir jetzt mal ganz kurz live, dass die hier auf dem Dach rumkrabbeln können. Weil ich finde, das ist doch auch eine geile Sicht. Ach so, ja gut, stimmt. Ich sollte vielleicht Shift loslassen, wenn ich das nur auswählen will. Wir müssen dann halt jetzt irgendwie es schaffen, dass hier der Zaun oben übers Dach geht. Ich meine, würde man echt wahrscheinlich nicht gerade so bauen. Aber ich finde, für ein Spiel kann man das mal machen. Und außerdem, wie gesagt, allein für die den Ausblick, wenn da einfach ein Steinbock oben auf dem Dach steht. Das würde ich schon allein feiern. Also, ja. So.
Und für die weitere Planung dann hier nach, wir müssen natürlich auch noch dann die Dings bauen, die sag schon, die Spielzeuge reinbauen und so. Wir haben jetzt zwar schon ein paar, aber wir brauchen ein paar mehr noch auf jeden Fall. Also das hält nicht, was wir jetzt gerade haben. Dann müssen wir denen natürlich noch was zu essen hinstellen und sowas. Das Ganze habe ich mir jetzt alles erstmal gespart. Aber ja, wir bleiben auf der Höhe, würde ich sagen. Kopieren nochmal hier den Zaun nach unten. Gucken mal, klippt der hier unten durch? Ja, so ein ganz kleines bisschen. Nee. Klippt er nicht. Oh, der klippt hier genau in die Wand. Oh, ist das genial. Okay, das lassen wir. Ist das ein geniales Placement? Der klippt genau so, dass er in der Wand steckt. Ja, okay. Ach Mann, Alter. Ich bin immer im exakt falschen Modus des Teils hier drin. So, und jetzt eine noch und dann können wir weitermachen. So, jetzt muss ich einen runter, um den hier nochmal auszuwählen. Und so, damit hätten wir dann hier das. Jetzt müssen wir natürlich noch hier zum anderen Zaun aufschließen. Das machen wir, indem wir hier einfach den Holzstab runterziehen. Und natürlich verfehlen wir den anderen Zaun. Was hätte man auch gedacht? Und mir fällt gerade auf, ich habe noch meine zufällige Drehung an. Das sollte man vielleicht auch mal abmachen. Okay, wir passen uns mal so an, dass wir genau drauf sind. Genau so. Wir wählen jetzt nochmal unseren Zaun aus. Verschieben den so ein bisschen, dass der genau oben drauf landet. Und dann sollte das passen. Also, wir machen das Ganze einfach so. Schieben den jetzt hier oben wieder ran. Und stellen fest, wir haben ein bisschen zu weit gedreht. So, jetzt sollte er passen. Jo, jetzt passt er perfekt. Und, ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Na komm, du solltest jetzt nicht mehr hier oben abhauen können, oder? Achso, ja gut. Vielleicht sollte ich auch den richtigen Knopf drücken. Ah, ne, der richtige Knopf funktioniert aber nicht. Ja, danke. Müssen wir manuell unten drauf gehen. Schade. Und was mich aufstellt, dass die hier diese Dings nicht nutzen, diese Bäume, die hier schräg liegen, als irgendeinen Weg hier lang zu gehen oder so. Das ist irgendwo schade. Aber ja, komm, aktualisiere dich. Perfekt. Die können jetzt offiziell hier oben über unser Dach klettern. Das wird witzig. Hier oben, wo ich die gerade hier vorne sehe, ihr seht, die interagieren hier mit dem Baum. Das hat den Grund, wir sind hier bei Umgebung genau bei 25%. Lasst mich jetzt mal ein so eine Blume hier nehmen und hinplatzieren. Oh, war gar keine Blume, war das Ding davor. Und jetzt nochmal reingucken. Jetzt sind wir immer noch bei 25%, aber im roten Bereich. Also das Gehege ist wirklich aufs Maximum angepasst und ey, da ist er direkt auf dem Dach drauf. Alter, direkt. Ja, man gibt denen die Möglichkeit und sie stellen sich erstmal direkt drauf. So, komm. Wie bist du... Wie ist der hier reingekommen? Kommen die hier wieder raus? Ja, kommen sie, okay. Dann ist ja gut, wenn die hier reinkommen. Aber dann sollten wir das Dach vielleicht ein bisschen umdesignen. Dann sollten wir denen hier einen Ein- und Ausgang geben ins Dach. Das machen wir mal ganz kurz. Wir sehen uns gleich nochmal kurz wieder, wenn das umdesignt wurde. Würde ich mal ganz kurz sagen. Ich meine, wir können hier nicht einfach irgendwelche Tiere im Dach verschwinden lassen, ohne dass sie einen Ausgang haben. So, ihr seht meine Lösung jetzt schon. Ich habe jetzt einfach so ein kleines Dachfenster, was offen ist, aufgemacht. Und was interessant ist, wenn wir jetzt mal hier reingehen, wenn ich es schaffe, hier reinzukommen, habe ich mir gedacht, komm, gebe ich denen hier nochmal einen Rückzugsort, so ein extra Teil. Kann ja nicht schaden, wenn sie das sowieso schon nutzen, dann auch zu nutzen. Für etwas, was useful ist. Und ja, jetzt, wo wir aber abgelenkt wurden, gehen wir jetzt aber ganz schnell nochmal hin. Und wir haben ja hier noch unser Gehege-Dings da. Und wir müssen aufpassen erstmal, dass die nicht verdursten. Weil momentan haben die noch keine Wasserzufuhr für dieses Gehege gerade. Und das ist natürlich auch kritisch. Wie auch immer ich das bisher noch nicht drin haben konnte. So, jetzt machen wir wieder unsere Standardtaktik von dem Baum ziehen. Ich weiß vor allem gar nicht mehr, wo ich die her habe. Die habe ich irgendwann mal bei irgendwem mir abgegeiert. Und seitdem dann, glaube ich,
immer verwendet, aber ihr könnt euch nicht sagen, bei wem ich sie geklaut habe. So, schieben wir nochmal ein bisschen vor, dass der Hahn ein bisschen mehr rausguckt. Perfekt. Und jetzt nochmal ganz kurz drumherum die Pflanzen ein bisschen hinterher schieben. Und alles ist schön. So, jetzt haben wir schon mal was zu trinken. Was zu essen kriegen sie ja im Notfall einfach hier raufgeschmissen. Euch geht's immer noch gut, oder? Jo, genug Platz haben sie. Sie haben genug Rückzugsort. Sie haben genug sonst was. Haben genug Pflanzen. Und theoretisch hätten sie fast genug Lebensqualität. Allerdings wollen wir denen ja jetzt ja noch ein bisschen was machen. Ach so, falscher Tab. Ich komme ein bisschen durcheinander. Ich pausiere mal ganz kurz für uns. Dann ist das Game ein bisschen flüssiger. Wir wollen natürlich so viel Futtermöglichkeitssachen und so hier unten haben, weil unsere Gäste sollen das natürlich sehen können. Und dementsprechend machen wir das gerade auch. Haben wir unten einen schönen Baum, in dem wir das reinhängen können. Wir haben da den Baum, wir haben hier unten den Baum. Ja, okay, hier unten der Baum ist scheiße. Dann hängen wir es doch einfach hier rein. Geht das? Nee. Ich kann es nirgendwo reinhängen. Gut, das ist natürlich jetzt schade. Stellen wir das einfach mal frei hier hin. Diese Futterschale würde ich eigentlich gerne hier hinklatschen, genau. Ich glaube, eine mittelgroße sollte da reichen. Eine Wassermelone kriegt ihr hier unten in die Ecke. So, den Stein haben sie ja wie gesagt schon. Die Vogelscheuche hier, den guten alten Herrn haben sie da oben ja auch schon. Diese Kratzbaumwaldkiefern. Ihr könnt nicht glauben, warum ich so viel Dings hier drin habe. Ja, die Hälfte dieser Bäume hier oben sind diese Kratzbäume, weil der hier oben, Kratzbaum, der hier, Kratzbaum, der hier, Kratzbaum, dann haben wir den hier, der ist auch noch Kratzbaum, der hier glaube ich auch, ja, der hier nicht, der hier oben geht gar nicht und der hier geht auch nicht. Aber theoretisch alle Bäume sind Kratzbäume eigentlich hier drin, bis auf drei Ausnahmen, also von daher... Ja, ansonsten hätten wir halt wirklich drei Bäume hier drin nur. Und das sieht scheiße aus, glaubt es mir. Reibsäule brauchen wir nicht mehr, haben wir schon durch Kratzbäume. Den Greifball. Wo legen wir den nochmal hin? Ich würde gerne hier hinten nochmal ein bisschen mehr haben. Klatschen wir den einfach mal hier mit so direkt dran. Komm. So. Den haben wir jetzt auch noch mit drin, den Greifball. Haben wir sonst noch irgendetwas, was die gebrauchen können? Also ihr müsst euch vorstellen, das ist alles, was wir denen geben können, leider. Ich habe die ja erforscht, hundertprozentig, aber ja, ich würde nur sagen, wenn das alles war, dann ist das hier unser finales Gehege. Und ich würde nur sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge, weiß ich gar nicht, werden wir wahrscheinlich uns ein bisschen um Dachse oder die Hirsche kümmern. Eins von beiden. Welches dir ist jetzt schon wieder entkommen? Ach, du schon wieder. Also, wo das gerade jetzt entkommen ist. Ich zeige euch mal ganz kurz, was da passiert. Der ist so uralt, der Bug. Hier, guck dich das an. Aus irgendeinem Grund können Jungtiere hier durch diese Wand durch und entkommen dann halt immer. Ich meine, ja. Problematisch, weil der Typ hier, flieht er jetzt? Nee. Aber es sollten eigentlich denn die Leute immer fliehen und so. Es ist halt, ja, nur nervig. Aber, ja. Auf jeden Fall, nächste Folge, entweder Dachs oder Hirsch und dann hier noch ein bisschen wahrscheinlich an diesem Platz weiterbauen. Der ist ja immer noch nicht wirklich gut fertig. Und wie gesagt, eine Tierart wird wahrscheinlich hier so einen Bogen um den Tier, um den Biergarten machen. Die andere Tierart wird hier in die Ecke reinkommen. Und was dann hier in den Rest reinkommt, weiß ich noch nicht. Ah ja, wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, wenn euch diese ganze Serie hier bisher gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr sehen wollt, habt ihr hier gleich auf Endkarten im Video, wo ihr drauf klicken könnt. Und dann würde ich mal sagen, frohes Fest und ja, stimmt, das ist ja eine Weihnachtsfolge. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, hoffe, ihr hattet ein frohes Fest, habt ein frohes Fest irgendwie. Weiß man ja nicht. Und ja, wenn ihr nicht feiert, ist ja auch schön. Hoffe, ihr habt ja trotzdem einen schönen Tag. Und ja, dann... Bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.
Thank you.